mit dem nächsten Projekt und zwar mit Travel Buddy. Ich darf Philipp und Davide auf der Bühne begrüßen. Ein Applaus für euch. Habe ich es denn richtig ausgesprochen? Spricht man es anders aus? Okay. Travel Buddy ist besonders lustig. Okay. Ich versuche das so. Und ihr seid bereit? Hoffentlich. Sieht gut aus. Alles klar. Sieht nicht gut aus. Okay, sollte anders aussehen. Berge wären schon mal ein schönes Reiseziel. Ja, perfekt. Okay. Mikrofon? Okay. Also, wir haben die App Travel Buddy entworfen. Genau, wir hatten das Problem, dass es zwar viele Sachen wie zum Beispiel gute Restaurants oder ähnliches einzeln gab, aber nicht eine App, die alles zusammengeführt hat. Und da haben wir uns Travel Buddy ausgedacht. Sie soll wichtige Features für Reisende zusammenbringen und ja. Genau, das Endprodukt ist eine App, die Reisenden hilft mit Features wie einem Währungsrechner, einem Mini-Wörterbuch oder was auch noch implementiert wird, da Kartenfunktion, wo beispielsweise die nächsten Supermärkte, Restaurants nach Bewertung sortiert oder die nächsten Geldautomaten gefunden werden können. Wir haben es in Dalt und Flutter programmiert und ja. So, jetzt kommen wir zur Live-Demo. Genau, hoffentlich klappt's. Genau, wir haben hier den Währungsrechner offen und wir haben hier beispielsweise 10 Euro und wollen wissen, was das in dänischen Kronen sind. Jetzt müsste das Ganze noch funktionieren. Lass mal einfach so, es braucht kurz. Genau, man sieht, es sind 178 dänische Kronen. Und wir hätten noch ein Wörterbuch, was nicht ganz ausgereift ist, aber naja. Es sind kurze Sätze, die man öfter braucht und es ist nicht wirklich viel, aber ja. Das sind jetzt nochmal Screenshots, aber das haben wir ja eigentlich auch gerade vorgeführt. Genau, offene Punkte sind noch ein Nachhaltigkeitsbarometer, wo quasi man angibt, wie man angereist ist und dann wird ausgerechnet, wie viel CO2 dafür verbraucht wurde. Die Kartenfunktion, die wir schon angesprochen hatten. Aber das Projekt ist auch freie Software und kann auf GitLab abgerufen werden für alle, die da mitwirken möchten. Und ja, das war's dann auch. Wir würden uns ganz, ganz herzlich bei unseren MentorInnen und beim ganzen JugendHack-Team bedanken für die ganze Unterstützung. Applaus.